Da ist er. Verbrennungsmotor, Stahl, Zahnräder und Rohre. Dann noch du halt eben. Rohre. So, die sind jetzt hier. Mit den Rohren und sowas, das soll auch alles später noch automatisch gemacht werden. Eben, damit man sich so Dinger halt erspart. Fünf behalten. Ach du Heilige. Hier geht's rund. So. Gut. Na, das Öl reicht hinten und vorne nicht. Das war mir aber auch vorhinein schon klar, ist einfach zu wenig ist, was da rauskommt. Hätte ich irgendeine Einstellung auch auf hoch setzen müssen. Aber gut, ist halt jetzt so. Man kann halt nicht alles haben, ne? So, die Robotergestelle werden gebaut. Der Hangar ist fertig. Das ist toll. So. Und falls jetzt hier jemand zuguckt, der sich mit Robotern nicht so wirklich auskennt. Also, die Hangar haben zwei Bereiche. Den orangenen und den grünen. Der grüne steht dabei, ist der Konstruktionsbereich. Das heißt, die Bauroboter, die gelben, die können bis zu dem grünen Außenbereich hin. Also, wenn ich jetzt hier den so hinstellen würde, den Hangar, dann kann der Konstruktionsroboter bis zu dem Kupferband. Der orangene Bereich ist der Logistikbereich, das heißt, dass die Logistikroboter bis dahin kommen und Sachen aus irgendwelchen Kisten holen. So, da haben die Roboter ihren Platz. Man kann die entweder so reinsetzen, na, oder man lässt die mit einem Linksklick in der Hand frei. Und dann suchen sie sich den nächstbesten Hangar und fliegen da rein. So, der Hangar braucht Elektrizität, der muss geladen werden, weil die Roboter ja Akkus haben und immer wieder sich hier schön versammeln zum Laden. Und das war's eigentlich. Also Roboter ist ziemlich einfach. Dann gibt es zwar noch halt diese verschiedenen Kisten, Anbieter, Lager, aktive, nee, eine passive Kiste und eine Anforderungskiste. Und das Wichtigste sind eigentlich die roten Anbieterkisten und die blauen Anforderungskisten. Lagerkisten, ja, da kann man halt so eine Art Langzeitlager draus machen, aber hauptsächlich werden die blauen und roten Kisten gebraucht. So, und jetzt würde ich wahnsinnig gerne das hier alles mit den Masten bitte speichern. So. Eine Blaupause gemacht und die kann ich jetzt hier hinten dran setzen, wenn der Platz da wäre. Also. Zack. Und wenn die Dinger, die ich hier habe, in einem Lager wären, dann würden die Roboter die auch bauen.
Im Inventar funktioniert es nur, wenn man einen Roboterhanger in der Ausrüstung hat. Ich habe aber noch keine Rüstung. Und deswegen bringt mir das nichts. Aber ich kann ja mal so eine Lagerkiste bauen. Und diese die Schaltkreise, die wollte ich eh weiter runtersetzen. So. Dann machen die zwar dann einen Schlenker nach oben. Aber das ist halt dann so, mein Gott. Und da wollte ich auch zwei Bänder draus machen. Auch noch. Also ist sowas. Total organisiert gehe ich hier vor. Okay, dann erstmal nur den Teil. Und der kommt da runter. Hier baue ich mal so eine Kiste hin und schmeiß die Montagemaschinen rein. Und jetzt fliegen die los und platzieren das. Und das gleiche auch mit den Bändern. Also sobald, wenn ich Bänder hätte, die Greifarme hier. So. Und jetzt fliegen die halt los und bauen das alles. So, dass man sich selber da nicht mehr drum kümmern muss. Und je mehr Roboter man hat und je mehr Kisten man hat und je mehr man alles halt automatisch herstellt, umso flüssiger läuft es dann natürlich auch. Nicht zu vergessen. So. Das glaube ich mir nochmal. Ach, die Bänder. Habe ich Bänder mitgenommen? Nee. Dann eben noch mal ein paar Bänder holen. Das Gepiepse kommt halt jetzt durch den Roboport, weil Material fehlt. Und ein Bauauftrag halt da ist. Da piepst's. Und diese lilanen Felder hier unten, die zeigen nur Zeitraum an. Also ich glaube 5 oder 10 Minuten, ich glaube eher 10, ist das da und danach verschwindet es, weil irgendwann ist halt die Zeit abgelaufen, die dann bauen kann. Also das bleibt nicht ewig hier. Aber wenn man eben zu langsam war, kann man einfach den Blueprint wieder passend drüber setzen und es wird nachgebaut. Die fehlenden Teile werden ersetzt, das Licht fehlt. Und die sind noch sehr, sehr langsam. Die Roboter, da gibt es dann noch die Robotergeschwindigkeit, die man erforschen kann, damit die schneller sind. Unterirdische Fließbänder fehlen noch. Und Licht. So. Ja, und Kisten, natürlich. Das waren, glaube ich, Stahlkisten, oder? Eisenkisten. Und eine Holzkiste. Nee, das soll bitte Stahl werden. So, dann kann ich den wieder löschen. Mit Rechtsklick. Und den so übernehmen. Und kann den dann da unten einmal spiegeln. Ist das gleich schon? So, die Maschinen, die reichen. Die Bänder könnten reichen. Greifarme auf jeden Fall.
Gut. Dann ist hier nämlich jetzt noch mehr Platz für meinen Kupferausbau. Die Dinger bauen das da alles hin. Ja, das passt. Und dann könnte ich weggehen und mich um irgendwas anderes kümmern. Zum Beispiel die blaue Forschung. So, die Batterien, die werde ich mal von da oben wegnehmen. Und werde sie mal woanders hinstellen. 300. Okay. Das muss weg. Dann mache ich hier schon mal einen neuen Zulieferer. Na, die sind so langsam. Die werden noch schneller. Da gibt es noch 4 weitere Forschungen für Robotergeschwindigkeit. Also die flitzen ziemlich durch die Gegend. Fetzen, wollte ich sagen. Da habe ich doch auch so eine schlaue Kupferkiste gemacht. Dann bringe ich das Kupfer eben nach oben. Ich brauche mehr Teile, Fließbänder. Noch ein paar unterirdische. Robotergeschwindigkeit braucht schon die blauen. Und dann werden die um 35% schneller. Ja, das geht so. Und da sind die restlichen 2 Kisten. Die lila benutze ich überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, ob die einen Zweck hat. Wahrscheinlich, sonst wäre sie nicht da, aber das muss nichts heißen. Und ja, die blaue hier, die benutzt man verdammt oft. Und die sind alle so groß wie Stahlkisten. Also ist nicht verkehrt, wenn man dann später alles irgendwie mit Lagerkisten oder so anbaut. Mache ich aber eigentlich nicht. Nur das Endprodukt kommt halt dann in Anbieterkisten rein und irgendwo dann halt eine Anforderungskiste. Und so Dinger hier, die werden Anforderungskisten, dass sie halt von den Logistikrobotern immer genügend angeliefert wird, und das werden dann Anbieterkisten, damit die eben ihre fertigen Produkte ins Netzwerk geben. Nur noch 2 Dinger bauen. Stahlkisten fehlen, ja, okay. Die habe ich noch nicht gemacht, die kann ich aber auch mal alle herstellen, was ich da im Stahl habe. So. Dann muss nur noch das hier alles in die richtige Richtung laufen. Beispiel hier. Das muss so rum. Das muss so rum. Das läuft hier raus.
Ach, jedes Mal, wenn ich irgend sowas mache, kommt diese Forschung auf. Aufgeploppt da. Das läuft in die Richtung. Das läuft in die. Die laufen Richtung Hauptproduktionsstraßen. Gedöns da. Das läuft hier lang. Okay, so, der Blueprint kann wieder weg. Und jetzt kann ich die zwei kopieren und fertig. Jetzt kann ich die einfach hier hinten dran setzen und beliebig erweitern. Und dadurch, dass das jetzt steht, kann ich den hier abreißen. Ja, ich weiß aber jetzt nur nicht, wo sie die Schaltkreise alle hinbringen. Dann mache ich die eben mal weg. Und reiße nur da oben das erstmal ab. Ach, nicht unbedingt die Strommasten. So. Dann haben die schon mal genug zu tun. Können einem ja fast leid tun. Klar, im jetzigen Moment hier wäre ich schneller, wenn ich das alles per Hand abreiße, aber man hat sie halt dann, ne? Man möchte es dann nicht mehr selber machen. Ich helfe mal mit. Will ja kein Unmensch sein. Dann nutzt sich wenigstens auch die Spitzhacke ab. Ja, genau. Müllt mir nur alles voll. Ach cool, das passt sogar. Und der Blueprint, der speichert alles mit. Also wenn ich die Kisten eben vorher schon beschränkt hätte auf die Mengen, dann wären die auch gespeichert. Also eine sehr, sehr tolle Sache. Also Roboter ist erstmal fertig. Soweit. Es sind zwar noch zu wenige und es ist noch nicht wirklich. Es läuft noch nicht so ganz rund. So. Aber sie sind schon mal da. Das ist auch schon mal was wert. So, und da ich jetzt so verdammt viele Schaltkreise habe, packe ich mir hier einen Arm hin und lege die Schaltkreise alle rein. Nehme mir noch ein paar mit, für den Fall, dass ich noch ein paar Blueprint löschen möchte. Die Robotergeschwindigkeit braucht, wie gesagt, schon die blaue. Die Module brauche ich noch nicht. Das wollte ich auch noch nicht erforschen, weil das von dem Mod ist. Also eigentlich bin ich hier soweit fertig. Nur Kugelschaden, halt der andere Kram, der
nur rote und grüne Fläschchen braucht.